Heute geht's um diesen schnellen Apfelkuchen vom Blech. Also wenn du wissen willst, wie das Rezept geht, dann bleib jetzt einfach dran. Dann starten wir mal. Und zwar, ich habe jetzt hier geschmolzene Butter, weil die war bei mir jetzt eiskalt. Wenn ihr weiche Butter habt, reicht das natürlich auch aus. Dazu geben wir jetzt einmal Zucker. Die Menge Zutaten stehen ja unter dem Video in der Infobox. Salz. Und das verrühren wir erstmal. Dann geben wir Vanillezucker dazu. Das hätte man jetzt auch schon vorher dazu geben können. Jetzt kommen die Eier mit dazu. Das verrühren wir. Jetzt kommt noch Milch dazu. Wieder kurz verrühren. Dann geht es weiter mit Backpulver, mit gemahlenen Mandeln. Also ich würde hier jetzt halt blanchierte nehmen, weil es halt einfach dann schöner aussieht. Aber ihr könnt natürlich auch unblanchierte nehmen. Und wir brauchen Mehl. Und das verrühren wir. Und den Teig immer nur so lang verrühren, bis sich alles verbunden hat, wenn Mehl dazu kommt. Also nicht zu lange verrühren. Jetzt geben wir das Ganze in die Backform. Und dann kümmern wir uns um die Äpfel. Ich sage ja immer wieder, solltet ihr eine andere Formgröße haben, ich habe die Umrechnungstabelle verlinkt. Da müsst ihr euch gar nicht stressen. Klickt da einfach drauf und dann könnt ihr auch eure Backform nehmen mit einer anderen Größe. Solltet ihr die Äpfel vorher vorbereiten, dann könnt ihr sie natürlich mit Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht so dunkel werden. Aber wenn man sie jetzt dazu gibt, dann geht es ja eh direkt in den Ofen. Ja, und so machen wir das jetzt. Und der Ofen ist auf 175 Grad Ober- und Unterhitze vorgeheizt. Und da geht es dann gleich ab hinein. Und schon sind wir fertig. Also der Kuchen war 30 Minuten im Ofen. Und am Schluss, nach dem Auskühlen, habe ich einfach noch ein bisschen Zimt und Zucker drüber gegeben. Man kann auch Puderzucker drüber geben. Und ja, mehr kann ich eigentlich nicht dazu sagen. Deswegen probieren wir direkt mal. So sieht das Ganze aus. Mmh. Super, super lecker. Ja, was soll ich mehr sagen, außer macht's nach, lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!